Auf einem Patrouillenflug wird die Normandy von einem unbekannten Feind angegriffen und zerstört. Während Commander Shepard noch verzweifelt versucht, Joker bei der Flucht in eine Rettungskapsel zu helfen, wird er ins All geschleudert und stirbt. Commander Shepard wurde geboren. Das Lazarus-Projekt läuft wie geplant weiter. Die Pro-Mensch-Organisation, genannt Cerberus, findet Shepard, pflegt ihn wieder zusammen und verbessert ihn durch die neueste Technik und erweckt ihn wieder zum Leben, um ihn für ihre Zwecke einzuspannen. Und dies ist seine Geschichte. Ja, immerhin sind die Fähigkeiten da inzwischen recht stark. Das kommt jetzt gerade recht. Zumindest stark genug, um die Gegner, diese einfachen Gegner hier zu one-hitten. Perfekt. Oh, Mist, habe ich noch ein Ziel verloren. Nicht nachlassen. Ich hatte nicht vor, nachzulassen, danke. Die Kroganer können Ihnen als Beispiel und als Warnung dienen. So wenn Sie auch sein mögen, als Fehlschlag sind Sie ähnlich. Ja! Ja! Schon wieder daneben, ey. Hallo. Wow. Ich will mich gerade unterhalten, warum brauch ich nicht zu schießen, du Sau. Moin moin. Sind anders, neu. Sie riechen nicht wie diese Welt. 7 Nachtzyklen lang spürte ich nur den Drang zu töten. Aber sie, etwas lässt mich sprechen. Nachtzyklen? 7 Tage? In voller Größe aus dem Labor. Sie züchten sie offensichtlich in voller Größe und bereit zum Kampf. Wenn sie ausgebildet werden müssen, wäre das keine große Verbesserung gegenüber normalen Söldnern. Gezüchtet, um zu töten. Nein, ich töte, weil mein Blut und meine Knochen mich dazu treiben. Aber deshalb wurde ich nicht aus der Glasmutter gespült. Überleben ist das Wort, das ich in meinem Kopf höre. Den Feind überleben, der meine ganze Art bedroht. Aber ich habe versagt, noch bevor ich erwacht bin. Das hat die Stimme im Wasser gesagt. Deshalb warte ich hier. Die Stimme und der Feind. Okias Stimme? Hat er zu Ihnen gesprochen, als Sie in Ihrem Tank waren? Ich hörte die Stimme, nicht mit Ohren wie jetzt, im Inneren. Ich nannte sie Vater, das gefiel ihr, aber sie war enttäuscht. Ich bin nicht so, wie sie mich braucht. Ein Zuchtprogramm, um die Effekte der Genophage zu überwinden? Entkommen? Davon war nie die Rede. Überleben. Widerstehen. Ignorieren. Ist das möglich, was er sagt? Ich habe Sarens Heilmittel zerstört. Wie kann Okir erwarten, dass diese Kroganer die Genophage ignorieren können, wenn er sie nicht heilt? Unsicher.
Vermutlich irrelevant. Okir hatte anscheinend keinen Erfolg. Aber sie haben versagt. Wodurch haben sie die Stimme enttäuscht? Ich weiß es nicht. Es wurde entschieden, bevor ich die Tankmutter verließ. Ich war nicht perfekt. Wenn der Söldner recht hatte, ist der Korganer anfällig für geistige Instabilität. Davon weiß ich nichts. Aber ich bin nicht perfekt. Mhm. Du bist also 7 Tage alt. Wie können Sie sprechen, wenn Sie erst eine Woche alt sind? Da war ein kratzendes Geräusch in meinem Kopf. Und daraus wurde die Stimme. Sie hat mir beigebracht, was ich brauchen würde. Gehen, sprechen, schlagen, schießen. Dann sagte die Stimme, dass ich nicht perfekt bin und der Unterricht hörte auf. Und jetzt bin ich hier. Interessant. Aufgezogen und dann zurückgewiesen. Kontrollgruppe? Fehlschlag? Ich weiß es nicht. Aber ich bin nicht perfekt. Du wiederholst dich. Was weißt du über Jador? Sie gehören angeblich zu einer Söldnerarmee. Erinnern Sie sich an Jador? Ich kenne den Namen. Er macht mich wütend. Und ich muss lachen. Es ist kein Name, den wir singen werden, wenn wir marschieren. Ich weiß nicht, was das bedeutet, aber ich habe es oft gehört. Okay, dann zeigen Sie mir das Labor. Können Sie mir das Labor zeigen? Ich muss mit Okir sprechen. Die Glasmutter. Sie ist oben. Hinter den kaputten Teilen. Hinter vielen von euch Fleischwesen. Ich zeige den Weg. Bin froh, dass er freundlich ist. Ja, der hat ganz schön Kraft. Dann bedanke ich mich mal ganz herzlich. Ihr Fleischwesen seid langsam, wenn euch große Sachen im Weg stehen. Warum sind sie hier geblieben? Sie hätten weglaufen oder sich zu den Labors zurückkämpfen können. Warum sind sie hier geblieben? Ich warte. Die Stimme hat es gesagt. Wenn sie kommen, kämpfe ich. Aber ich laufe nicht weg. Und ich folge niemandem. Ich bin nicht perfekt, aber ich habe einen Zweck. Ich muss warten, bis ich gerufen werde. Und losgelassen. Okay. Man kann sich hier kaum bewegen. Wachsam bleiben. Sie sind frei! Rennt um euer verdammtes Leben! Sie sind alle frei! Verdammt! Einer ist erledigt. Perfekt. Nicht mal irgendwie Schutz oder sowas und dann rennen hier 2 von den Typen auf mich los. Oh. Korganer nähert sich. Ich glaube, da vorne kann ich noch was gucken. Ja, da gibt's noch Medigel. Munition, wie es aussieht, auch. Das müsste ihre Panzerung durchdringen. Au. Das müsste ausreichen. Stellung halten! Schild ist unten! Oh. Oh, Mist. Brennbar oder nicht brennbar? Das ist hier die Frage. Cool. Brennbar oder nicht brennbar? Das ist hier die Frage. Ist doch egal.
Oh, wie viele kommen denn dann noch? Vielleicht keine Munition mehr. Mich gerade als schwer bezeichnet? Ich bin nicht schwer. Ups, Mist. Ist doch noch gar nicht 6. Oh, kämpft ihr da mal, ich guck hier so lange. Was das wohl ist? Ein nettes Upgrade für Garrus. Ich kann ja leider keine Präzisionsgewehre tragen. Scheinbar kann ich nicht mal Maschinengewehre tragen. Sie haben uns gesehen. Garrus kann jetzt auch gern mal hier. Garrus? Genau. Was hat er noch? Waffe wechseln! Wechseln Sie! Ohne Probleme. So, kann Garrus jetzt mal auf die Entfernung ein bisschen was ausrichten. Nahkampf ist ja hier eher selten geworden im Moment. Ja, scheinbar bezahlt er ja doch Versager, wenn ich hier so leicht durchkomme. Einer weniger, um den wir uns sorgen müssen. Oh. Ich zünde sie an. Da hat er meine Fähigkeit einfach ignoriert hier. Beziehungsweise negiert. Hier, viel Spaß. Das frage ich mich auch. Das sieht richtig aus. Mist, da oben habe ich das verpasst. Ich weiß nicht, ob ich dafür immer nur zu blöd bin, aber teilweise ist es gar nicht so einfach, die Unterschiede zu erkennen beim Hacken. Mokia? Hier kümmert sich keiner um Mokia. Guter Schuss! Liege unter schwerem Beschuss. Volle Deckung. Positions abwechseln. In Deckung bleiben. Ja.
Nächste. Ja, brennt. Du brennst doch, unter Pony. Der Nächste. Oh. Das ist doch hier was für ein... Das kleine... Granatwerferchen. Ne, die Waffe hier. Hey, komm. Ich liebe dieses Gewehr. Darum habe ich es dir gegeben.